betrifft. In den entscheidenden Abschnitt und vor allem nicht immer wieder solche Konzentrationsfehler, die dann zum Gegenstoß führen. Nächste Möglichkeit über Alan. Das ist das 5:2. Damit ist der Deckel drauf hier im Wien-Favoriten. Der SKL geht mit 5:2 in Führung. Sehr stark gemacht von Berg, behauptet sich gekonnt gegen Nico Pichler. Und jetzt geht es einmal schnell bei den St. Pöltern. Und da ist das 1:0 durch den Brasilianer Alan. 38. Minute, so spielst du einen Konter im eigenen Stadion zu Ende. Erster Bundesliga-Treffer für den 23-jährigen Brasilianer. Alan schießt und er trifft. 69. Minute, 1:0 für Blau-Weiß Linz. Jetzt haben sie doch hier. Ja, und dann hat man eigentlich mehr Hujo als das 1:0. Jetzt das 1:0. Und natürlich, wer sonst als Alan? Gut gemacht von Alan. Jetzt mal eine 3 gegen 3 Situation. Alan hat er das Auge, jawohl, für... Gut gemacht von Alan. Spritzig. Gut gesehen, hat er da Lubici. Das 0:1. Alan. Der Brasilianer führt auch gleich den Eckball aus. Und jetzt gibt es die Konterchance für St. Pölten. Alan. Alan. Sieht Park, der hat Platz. Den bringt der Brasilianer und wieder wird es gefährlich. Jetzt Vorstoß mit Alan. Er versucht aber seine Schnelligkeit ins Spiel zu bringen. Das gelingt gegen Scherzer. Nussbacher kommt mit, immer noch Alan. Jetzt verzeihen sie nicht, dann aber das Foul. Es ist dann immer nachlaufen, das geht an die Substanz, an die Psyche auch. Ja. Den Gegentreffer. Und das Tor wird es der Brasilianer machen. Er probiert es und... Ah, solche Bälle scharf. Eckball für das Team von Thomas Sagida und das geht jetzt mit 2:0 in Führung.
sich da nicht allzu viele Fehler leisten dürfen. Denn wenn sie den Ball in einer ungünstigen Position verlieren, dann wird es gefährlich. Jetzt Alarm! Jetzt kommt natürlich auch große spielerische Qualität dazu. Kennt man auch, die eine Mannschaft, die schwere Beine, die andere Mannschaft, der gelingt alles. Auf diese Stärke der Linzer reagiert. Alarm bis jetzt noch gar nicht wirklich zu sehen gewesen. Jetzt wieder sofort der lange Pass auf Fröschl und einmal kommt er durch. Nicht unterbunden, aber die Stahlstädter bleiben am Drücker. Alarm. Oh, ganz stark.